Gas Mova Freunde und herzlich willkommen zum Daily Vlog Nummer 6. Ja, die letzten zwei waren ein bisschen chaotisch. Ich hoffe, dass der sechste Daily Vlog nicht ganz so chaotisch wird, aber es gibt Grund zur Hoffnung, denn wir haben heute zwar ein großes Paket. Da ist es, aber es ist nichts zum Digitalisieren drin. So viel sei schon mal gesagt. Es hat was mit der Lok zu tun, die hier gerade fährt. Das ist noch nicht die 222, sondern das ist die, jetzt haben sie ihn verlassen. Und zwar, genau, die 7238-1 ist das, genau. Die kriegt dann gleich noch was zu tun. Ich würde nicht allzu viel verraten, denn wir gucken jetzt erstmal hier rein. Achso, zwei Sachen noch. Das ist das vorletzte Paket, was wir aufmachen. Dann ist es mit Paketen aufmachen vorbei. Dann kümmern wir uns um die Fahrzeuge. Und dann das Thema Signalvideos. Ich bin da nochmal drauf angesprochen worden, beziehungsweise kam die E-Mail, wann es denn nun endgültig losgeht. Ich hatte heute nochmal einen Post reingesetzt in die Community, wann ich denn die Videos veröffentliche. Ich habe mich auch dazu entschlossen, wirklich vom Klein-Klein anzufangen, also wirklich vom Urschleim, weil man muss ja davon ausgehen, es sind ja nicht alle Betriebseisenbahner. Und wenn man dann anfängt mit anschließendem weißen Bereich und was ist ein Bahnhof und was ist dies und was ist das, da klamüsern wir in dem ersten Video definitiv erstmal alles auseinander. Also das erste Video, ich habe das jetzt vorbereitet, das sind 3 A4 Seiten voll. Könnt ihr euch schon auf was einstellen und das ist nur erstmal die Einleitung. Aber wie gesagt, wann es genau losgeht, ich vermute mal im Februar, weil ich möchte gerne ein bisschen vorproduzieren die Videos und dass dann auch definitiv immer regelmäßig ein kleines Signalvideo kommt. Also klein oder groß oder je nachdem, kommt halt immer drauf an. So, jetzt gucken wir uns aber mal den Gerät an. Nein, eine Sache habe ich noch, bevor wir uns das angucken, Entschuldigung. Und zwar könnt ihr gerne mal auf der YouTube-Seite, nicht YouTube-Seite, sondern auf dem YouTube-Kanal vom SVT Görlitz nachschauen. Da haben wir nämlich am Samstag, also am 12.12. ein Gewinnspiel veröffentlicht. Dort könnt ihr gerne mal reingucken, dort könnt ihr gerne mitmachen. Wir freuen uns über jede E-Mail, die wir bekommen. Es sind schon ein paar E-Mails da und die Auswertung, ja, wird dann am 27., 28. sowas in der Dreh passieren. Aber guckt einfach mal rein, das ist das letzte Video, das ist das, die Rätselausgabe. Guckt mal rein, wenn ihr Interesse habt und viel Spaß und viel Erfolg vor allem. So, jetzt aber hier zu dem Gerät. Jetzt haben wir wieder der Gerät, unsere Krücke und wir fangen mal an. Ich habe diesmal auch aufgepasst, dass das Handy ordentlich da steht, nicht wie das letzte Mal, wo alles durcheinander war. Ich bin allerdings noch keiner, also beziehungsweise ich bin noch nicht dazu gekommen, oder die Erklärung fehlt mir immer noch, warum der T1 keine Innenbeleuchtung hat, die nicht funktioniert. Ich vermute, es hat was mit dem Decoder zu tun. Die muss ich mal noch austauschen, das mache ich aber mal in ruhigen Minute. Vielleicht machen wir das mal in dem Daily Vlog nochmal. Das müssen wir mal gucken. So, jetzt haben wir hier ganz viel Grill drin, kein Kyrill, das ist vorbei, so Grill. Da. Schön machst du das. Besser als deine Schwester. Aber da habe ich mir sagen lassen, dass da auch die Besserung eingetreten ist, aber das tue ich euch dann berichtigen, wenn es dann soweit ist. So, jetzt holen wir uns erstmal raus, halte ich jetzt die ganze Zeit die Kamera. Voll in am Wursing. Tada. Viele Pakete. So, wie immer, sehr gut eingepackt. So, jetzt haben wir erstmal nichts mehr drin. Fangen wir erstmal mit dem Unspektakulären an. Ich habe mir Gleise gekauft, Radius 310 mm, zwei Stück.
damit es mit Rente endlich mal vorangeht oder weiter vorangeht, sagen wir es mal so. Das müssen wir jetzt ja nicht groß präsentieren. Zack, rein in die Kiste. Jetzt kommt aber das, was ich euch gerne zeigen möchte, also hauptsächlich zeigen möchte. Zwiebeln wie Weihnachten. So, Zwiebeln-Shame. So. Halt, darfst du nicht sehen? Ja. So, und zwar haben wir, ja genau, sehr schön, haben wir einmal den Packwagen. Jetzt muss ich es aber abmachen, weil das Licht nämlich jetzt dich blendet. Wir holen den jetzt mal raus, weil das soll ja jetzt eh kleiner ein bisschen formen. Und zwar haben wir hier den Packwagen KBD. Den gibt es bei mir schon einmal, aber in der DR-Variante. Ja, ich finde den ganz cool. Also das hat mir noch gefehlt. Ja, den stellen wir jetzt gleich mal aufs Gleis. Genau, von der anderen Seite nochmal. Ich finde auch wieder sehr detailliert. Bedruckt, der Kenner weiß, dass ich ein relativ großer Tillisch-Fan bin. Deshalb war ich halt von der 222 so enttäuscht. Aber naja, gut. Alles schick, alles gut. So, jetzt halten wir die Kollegin mal an hier. Erhalten. Das seht ihr jetzt nicht. Rolleigenschaften sind schon mal sehr, sehr sensationell. So. Mal gucken, dass alles schön drin ist. Und dann habe ich mir noch geholt, das seht ihr jetzt schon, das Personenwagen-Set von der HSB. Damit bin ich aber jetzt ehrlich gesagt überfragt, ob das eine, also ob das neu ist, also nochmal neu rausgekommen ist, weil ich habe darauf ziemlich lange warten müssen. Aber das macht nichts. Und zwar hat das die Artikelnummer 13982. Bloß mal so als Information. Nochmal möchte ich dazu betonen, dass ich das Modellbahnzeug, alles was ihr hier seht, ist alles selber gekauft. Ich kriege dafür keine, es wird nichts gesponsert oder ähnliches. Die Artikelnummer vom Packwagen ist die 13941. Ja, das ist, wie gesagt, da habe ich auch relativ lange drauf gewartet, hätte ich glaube schon August schon bestellt und so. Naja, wir haben ja Zeit. Jetzt sowieso noch viel mehr. Also ich nicht so, weil bei mir trotzdem die Arbeit nochmal weitergeht. Aber, naja, es ist halt so, wie es ist. So. Dann haben wir Wagen, aber ich glaube, das ist neu, weil die Langwagen habe ich glaube ich so noch nie gesehen. Aber ich bin mir da jetzt nicht ganz genau sicher, weil wie gesagt, H0M ist jetzt noch nicht so lange mein Gebiet. So. Dann haben wir gleich noch den zweiten, den packen wir auch gleich noch mit aus. Wie gesagt, mir gefällt HSB ja sowieso. So.
So. Ja, haben wir hier die zwei Wagen. Oh. So. Ja. Das sind sie. Ich finde, auch hier wieder sehr gut gelungen. Sieht gut aus, hat was. Und deshalb setzen wir die jetzt auch mal einfach auf die Probeanlage. Stopp. Ja, ihr seht es hier. Ideal. Ankuppeln alleine. Sehr gut. Nehmen wir mal was. So, und dann geht's los. Abfahrt. Genau. So sieht's aus. Läuft wunderbar. Ich finde eine geniale Zuggarnitur mit der passenden Lok vorne dran. Man könnte jetzt noch sagen, man holt noch die zwei kurzen Wagen mit dazu. Aber so gefällt mir das ganz gut. Und so könnte ich mir das auch vorstellen, dass das bei mir dann auf der Anlage fahren wird, wenn es dann losgeht. Ich habe im Januar Urlaub, am 14. glaube ich. Da hoffe ich, dass die Baumärkte wieder offen haben und dass wir dann zumindest mit dem Holz erstmal anfangen können, die Unterkonstruktion zu bauen, weil das wird auch eine ganz spezielle Geschichte mit der Unterkonstruktion. Das erkläre ich euch aber dann, wenn es dann wirklich soweit ist. Ja, also ich finde es sensationell geil. Geile Sache. Also wie gesagt, die Zuglänge könnte ich mir bei mir auf der HDM-Anlage vorstellen. Ist jetzt nicht ganz vorbildgerecht, ja, ich weiß. Aber achtteilig sieht einfach bescheiden aus und ist viel zu lang für die Modellbahn. Ich habe ungefähr 2 Meter für 3 Anhöhne an Länge. Ja, das ist aber schon großzügig gemessen. Deshalb wird es maximal eine Zuggarnitur geben mit 4 Wagen. Das wird wohl das Größte sein oder das Höchste sein. Und man muss halt, wenn man, zumindest ist meine Auffassung, wenn man so eine Anlage baut, dann halt auch Abstriche machen. Ich habe leider kein eigenes großes Zimmer. Ich baue das ganze Ding ja im Flur auf. Ja, der ein oder andere, der das noch nicht kennt oder nicht weiß, jetzt wisst ihr es. Das Ganze passiert bei mir im Flur, zum Durchgang zum Schlafzimmer nach hinten. Ja, in der kleinsten Hütte ist Platz, sagt man immer so schön. Und ich freue mich dann drauf, wenn es dann endlich losgeht. Aber erstmal muss unten sowieso noch ein bisschen was passieren. Also sprich, die Grundierung muss noch drauf, also die Abdeckfarbe, dass das alles ordentlich abgedeckt ist. Dann die Schienen noch mal ordentlich sauber machen und so weiter und so fort. Also es gibt noch ein bisschen was zu tun. Unten ist zum Beispiel auch noch das Programmiergleis zu bauen. Das werde ich jetzt in den nächsten Tagen eventuell noch angehen, weil das ist jetzt nicht so viel Arbeit. Dann müssen definitiv noch die Kabel geändert werden, also zumindest die Ringleitung muss geändert werden. Definitiv, nein, ich habe damit noch nicht angefangen. Das mache ich auch definitiv erst nach Weihnachten. Die Anlage ist im Moment sowieso mehr aus als an, also die steht im Moment auch abgedeckt, alles da. Und von daher ist das jetzt nicht so das große Übel. Aber bevor das dann richtig in Großbetrieb geht, in Anführungsstrichen, dann müssen definitiv die Kabel vorher getauscht sein. Das mache ich vor Weihnachten, weil nämlich unter der Anlage aktuell noch die Weihnachtsgeschenke für die Kinder liegen. Verpackt natürlich. Und es wird ein bisschen schlecht ranzukommen, das ist immer ein bisschen. Aber was soll's. Ja, das machen wir noch ein paar Nahaufnahmen. Wir lassen den Zug mal noch durch.
So. Jetzt habt ihr das wohl genau wieder vor meiner Nase. Aber das macht nichts. So, den Kollege umdrehen. Genau. Dann soll es das von mir, von hier für heute wieder gewesen sein. Wir sehen uns am Freitag wieder. Ja, Freitag. Dann zur Folge Nummer 7. Am Freitag packen wir nochmal ein Paket aus. Da wird es nochmal ganz interessant. Weil wir da auch gleich nochmal, ja, was machen wir da eigentlich? Wir packen ihr Paket aus. Der Rest hat noch nicht verraten. Jetzt hätte ich mich fast im Kopf und Kragen gedreht. Ja, so ist das halt. Ja, also genau. Wir sehen uns dann am Freitag wieder. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen gefallen. War mal wieder ein bisschen was anderes. Im Sinne von nicht so chaosmäßig. Und von daher wünsche ich euch jetzt alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal, also am Freitag. Dann immer das Übliche. Bleibt gesund, wenn ihr es nicht werdet. Werdet so schnell wie möglich gesund. Und immer Kopf nach oben, auch in der beschissenen Zeit. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Da bin ich mir ziemlich sicher und bin auch felsenfest davon überzeugt. Also, wie gesagt, bis Freitag. Bis dahin, macht's euch gut, macht's besser. Glück auf!